Hallöchen, ich bin heute hier, um euch zu zeigen und zu erzählen, was ich denn im Monat Februar gelesen habe. Der ist schon rum und deswegen gibt es jetzt hier die Bücher. Und zwar habe ich im Monat Februar 5 Bücher gelesen, davon tatsächlich 4 E-Books. Das ist für mich irgendwie unbegreiflich, weil ich sehr gerne richtige Bücher lese. Und ich habe tatsächlich 4 E-Books gelesen. Naja, das erste Buch davon, ich werde es euch hier wieder alles einblenden, ist von Benedict Wells, Vom Ende der Einsamkeit. Das E-Book habe ich beendet im Februar, ich habe es ja im Januar schon begonnen und euch kurz erzählt oder zumindest erwähnt, dass ich es lese. Das Buch wurde mir nochmals ans Herz gelegt von einem Patienten, der meinte, das wäre das beste Buch gewesen, das er im letzten Jahr gelesen hat. Ich habe nicht mehr die Chance nachzufragen, was er sonst so gelesen hat im letzten Jahr. Wenn er sonst kein einziges Buch gelesen hat, kann ich sehr gut verstehen. Ansonsten ist es für mich tatsächlich ein bisschen schwierig. Denn es war schon irgendwie anders und irgendwie schon auch ein Stück weit besonders erzählt. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, worauf der Autor hinaus wollte. Ich habe einfach keine Ahnung. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen Familiengeschichte, die da so mit drin steckt. Es ist ein Stück weit Geschwister, ein Stück weit, die kommen ins Heim, weil die Eltern verunglücken und so weiter und so fort. Und dann spielt da natürlich auch noch Liebe und romantische Aspekte in der Rolle. Aber ganz ehrlich, wer es von euch gelesen hat und meinetwegen auch super toll findet, schreibt mir gerne in die Kommentare, warum und wieso und weshalb. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe verstanden, dass mir da letztendlich so ein Stück weit die ganze Lebensgeschichte des Hauptcharakters erzählt wurde. Ich weiß den Namen auch schon gar nicht mehr, muss ich gestehen. Weder von ihm noch von ihr. Nö, weiß ich nicht mehr. Und dann taucht da irgendwie noch so ein schon in die Jahre gekommener Autor auf. Und ich, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit keinem wirklich identifizieren können, mit keinem mitgefiebert. Ich habe nicht so richtig den Drang gehabt, ganz dringend weiterlesen zu müssen und zu erfahren, was da passiert. Und am Ende saß ich da und dachte mir so, okay. Interessant. Und ich habe, glaube ich, sogar meiner besten Freundin eine Warnung ausgesprochen bei dem Buch. Und dann hat sie gemeint, ach ja, gut, dass du das sagst. Dann nehme ich das von meiner Wunschliste, glaube ich, runter, hat sie gemeint. Ich müsste jetzt nochmal nachforschen, warum ich ihr die Warnung ausgesprochen habe. Ich glaube aber, dass es am Ende zu nochmal eine Thematik anspricht, beziehungsweise so sehr ausbreitet und darstellt, dass ich mir dachte so, wow, das ist schon heftig. Und ich habe es dann zwar gelesen, weil ich es dann am Ende halt doch beenden wollte, aber irgendwie gefallen hat es mir nicht. Dann habe ich das einzige physische Buch im Februar gelesen und zwar von Maike Werkmeister, Sterne sieht man nur im Dunkeln. Ein Titel, den sich weder meine beste Freundin Lisa noch ich für uns so richtig merken konnten. Wir haben es dann einfach immer nur Sternebuch genannt, weil wir wussten, Sterne kommt im Titel vor. In diesem Buch dreht sich es um Annie, die so ein Stück weit unglücklich ist mit ihrem Leben, mit ihrer langjährigen Beziehung, das so ein bisschen sich eingeschlafen anfühlt und ja, vor allem mit ihrem Job nicht so zufrieden ist. Die dann sehr überstürzt auf die Insel Sylt, Norderney, ich und Inseln, Norderney fährt zu Maria, ihrer ehemaligen besten Freundin oder Schulfreundin. Und formulieren wir es mal positiv, ich habe mir das Café, das dort auf Norderney steht, das Maria betreibt, super toll vorstellen können. Und ich fand auch andere Charaktere durchaus sympathisch in dem Buch, gerade den Freund Thies. Ich weiß nicht, ob ich im falschen Alter dafür bin. Nein, das möchte ich jetzt eigentlich nicht unterstellen. Aber ich konnte irgendwie Annie nicht so richtig, die Motivation nicht so richtig nachvollziehen. Sie macht wunderschöne Postkartenmotive, die dann eben auch von jemandem gestaltet wurden und dann hier hinten reingepackt sind. Die sind richtig schön, farbenfroh auch. Und das sind so richtige Sätze und Sprüche, wo ich mir denke, oh, die gehen zu Herzen. Das ist auch total schön, dass es mit drin ist im Buch und nicht nur quasi erwähnt, dass sie das macht. Und die Stimmung auf Norderney und überhaupt so dieses See- oder Inselfeeling hat mich schon berührt. Das kann ich nicht abstreiten. Also ich war schon mal auf einer Nordseeinsel. Lass mich kurz überlegen, damit ich nichts falsch sage. Doch, eine Nordseeinsel war es. Und das ist echt schon eine ganze Weile. Also mehr so über 10 Jahre. Und ich weiß, mir hat es da unglaublich gut gefallen.
Und dieses Gefühl, was man auf dieser, oder was ich auf dieser Insel hatte, und dieses, da ist der Strand, da ist der Wind, da ist das Wetter irgendwie wichtig, da ziehen ein paar Wolken auf und zack, regnet und schüttet es so, oder ich weiß nicht, diese Stimmung auf der Insel. Gleichzeitig so ein Urlaubsgefühl, aber irgendwie auch dieses, da sie in der Strandmuschel arbeitet, also in diesem Café arbeitet, irgendwie was Gemütliches. Also ja, das mochte ich sehr daran. Aber der Rest war irgendwie für mich nicht so überzeugend, muss ich gestehen. Es geht dann schon noch weiter und Annie entwickelt sich und das, wo das so hingeht, finde ich schon auch ganz gut. Will ich auch nicht kleinreden, aber ich bin jetzt nicht so begeistert wie andere Stimmen. Ich muss es einfach so sagen und ich weiß, die Geschichte von Annie und Maria wird hier erzählt. Es geht ein Stück weit um eine Freundschaft, die aus Gründen ja abgebrochen wurde und die aus Gründen quasi dann wieder auflebt. Aber auch da fand ich das Ende. Es war mir too much. Es war mir zu sehr Hollywood. Wir holen jetzt nochmal alles raus und einen riesen Paukenschlag zum Schluss, weil was anderes funktioniert nicht. Und das war mir so. Das war mir so gewollt, so gestellt, so. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich kann es leider nicht anders sagen. Also, es nimmt einen mit, es hat eine schöne Stimmung, es hat irgendwie nette Anreize, ja, aber mehr als ein mittelmäßiges Buch ist es leider für mich nicht. Und ich muss sagen, ich habe es nicht signiert, obwohl ich es meines Wissens auch auf der Lit Love oder in Vorbereitung auf einen der Lit Loves gekauft habe. Ich glaube, ich wollte es damals noch vorher lesen und habe es vorher gekauft. Ich habe es nicht signiert, ich habe die Autorin vielleicht nicht getroffen oder keine Ahnung warum. Das müsste 2019 gewesen sein. Kann das sein? Kann sein. Mir kam die Autorin sehr sympathisch vor. Auch das möchte ich nicht abstreiten, aber das Buch hat mich leider nicht überzeugt. Deswegen weiß ich noch nicht, wie lange es bei mir im Regal stehen bleibt. Vielleicht wird es tatsächlich sogar aussortiert, je nachdem auch, wie lange ich mich noch an die ganze Geschichte erinnern kann. Weil vielleicht merkt ihr das, wenn ich mich nicht mehr so gut erinnern kann, allein am Ende des Monats, dann stimmt schon irgendwie was nicht, dass das nicht so beeindruckend war. So, jetzt kommen wir zu drei Büchern, die wollte ich eigentlich eher im Rahmen eines eigenen Videos vorstellen, beziehungsweise möchte ich das auch noch. Dafür möchte ich aber auch noch weitere Titel lesen. Deswegen werde ich die drei Bücher jetzt hier nur kurz erwähnen, dass ich sie gelesen habe und ihr könnt gespannt sein auf mein eigenes Video. Ich werde auch nicht zu viel dazu erzählen, weil ich habe keine Lust, dass mir dieses Video hier gesperrt wird. Wer weiß, weil ich irgendwas Bestimmtes sage. Und wenn überhaupt, soll dann das andere Video gesperrt werden, wobei ich das auch nicht hoffe. Das dauert noch ein bisschen, wie gesagt, weil da brauche ich noch ein Stück weit mehr Material, also mehr Vergleichsmaterial oder mehr Anreize, die in eine bestimmte Richtung gehen. Bei den Titeln werdet ihr euch aber bestimmt schon die Richtung überlegen können, die Themenrichtung, in die es geht. Und zwar ist das erste, ich muss es ablesen, von Kalachatra Govinda Tantra Massage heißt das Buch. Nur so viel dazu. Ich fand es durchaus spannend, konnte es noch nicht ausprobieren, aber ja, sehr spannend. Dann habe ich gelesen von Tina Rose, ich weiß nicht genau, Blasen, der perfekte Blowjob. Durchaus auch sehr spannend. Inhaltlich ein bisschen wenig, aber nette Anreize. Und dann habe ich noch beendet von Dania Shiftan, Coming Soon, Orgasmus ist Übungssache. Das habe ich auch noch beendet. Gestern erst. Das heißt, also am letzten Tag des Februar habe ich es beendet. Das letzte war sehr deutlich natürlich an Frauen gerichtet. Was heißt natürlich, es war an Frauen gerichtet. Es war kommuniziert, dass es darum geht, um den weiblichen Orgasmus. Und ich finde es sehr, sehr umfangreich, für das, dass es gar nicht so viele Seiten hat, aber es hat so viel Inhalt. Es ist kein Drumherum-Gelaber um irgendwas. Es sind so viele Übungen und so viel darf gesagt sein, ich bin noch am Üben. Das war also durchaus ein sehr schönes Buch mit Anreizen. Wie gesagt, da wird noch mehr in die Richtung passieren und ich werde hier dazu auch ein separates Video machen, weil ich das gerne an einer Stelle hätte so und die Themen, die Bücher, die mich gereizt haben, eben gebündelt vorstellen möchte, weil ich finde, dass das Thema leider zu kurz kommt. In unserer Gesellschaft, aber auch hier bei den Büchern. Und selbst wenn jemand ein entsprechendes Buch liest,
kann es ja vielleicht sein, dass derjenige sich überlegt, es gar nicht hier zu erwähnen oder vorzustellen, was ich sehr schade finden würde. Aber ich muss dazu sagen, das war auch meine Überlegung. Möchte ich das hier erwähnen und vorstellen oder nicht? Und ich bin der Meinung, ja, wir sollten darüber reden. Deswegen wird es dazu ein Video geben. Was ich aber zum letzten Buch noch unbedingt sagen möchte, ist, dass es eine Internetseite gibt, die heißt lilly.ch, also eine Schweizer Adresse, weil es dort um viele Themen geht. Und zwar nicht nur um Orgasmus oder Selbstbefriedigung, sondern auch um Beziehungstipps, um grundsätzliches Sexleben, um Kommunikation, um Verhütung, um wie gehe ich damit um, wie kann ich meine Meinung sagen, ganz, ganz viele Themen. Und was ist normal, was nicht und so weiter. Und ich finde, diese Seite bündelt sehr viel. Also ich habe mich da eine Weile umgeguckt und habe gedacht, so ich guck mir das einfach mal an, was wird da angeboten. Ich war überrascht und ich war sehr positiv eben überrascht, weil es so viel da drauf gibt und weil ich glaube, dass da jeder so ein bisschen was finden kann, zumindest wenn er eine gewisse Frage hat oder eine Formulierung. Und es werden auch, ich sag mal, ein Großteil der Inhalte, nicht so schön gebündelt und zusammengefasst, aber ein Großteil der Inhalte des Buches werden dort auch vorgestellt, durchaus auch mit Zeichnungen, Videos etc. untermalt, sodass man das auch sehr gut verstehen kann. Genau, das waren meine gelesenen Bücher im Februar. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude daran. Freut euch auf das Video, das noch kommt, das Themenvideo. Ich freue mich sehr und bin schon jetzt sehr gespannt, wie es gefällt. Auch mir, der Rest, der noch so auf meiner Leseliste dazu steht. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe kein einziges Buch von meinen 12 Books in 12 Months gelesen. Ich habe auch kein Buch meiner ABC-Challenge gelesen. Und ich habe auch kein Buch... Was habe ich auch nicht gelesen? Achso, genau, ich habe auch kein Buch gelesen, das bei meiner Rache herauskam. Dementsprechend stehen für den März alle Bücher aus dem Januar ganz dringend auf dem Plan. Sehr gerne eigentlich auch die Bücher aus dem Februar oder das eine Buch, das es eben gab. Und seid sehr gespannt, was ihr am nächsten Samstag erlebt. Da, holla die Waldfee. Ja, da sind viele Bücher, die durch die Rache bei mir einziehen oder die ich euch hier präsentieren werde. Und ihr damit seht, das wird knackig für März, April und Mai. Aber gut. Wir werden sehen, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was daraus wird aus den Büchern, die ihr vielleicht bei mir im Vlog gesehen habt, die ich angelesen habe und die irgendwie gerade noch so ein bisschen hier herumschwirren und die ich immer noch nicht beendet habe. Davon, ja, würde ich gerne auch langsam mal berichten, dass ich die gelesen habe. Und aber natürlich auch ganz tolle, spannende Projekte, die anstehen. Unter anderem das Lieblingsbuch meiner besten Freundin, das wir zusammen lesen werden, ganz, ganz bald. Aber auch das Lieblingsbuch, das ich gerade zum wiederholten Mal lese, einfach um aus dieser gewissen Art von Leseflaute herauszukommen und um wieder so richtig Spaß und Freude am Lesen zu haben und ja, da gerne zum Buch greife. Schreibt mir sehr gerne, was ihr im Februar gelesen habt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht seid ihr ja auch auf irgendeinem Hype oder irgendein neu erschienenes Buch. Ich glaube, The Secret Book Club 3 ist erschienen. Vielleicht habt ihr auch das gelesen. Ich bin ja nach Band 1 ausgestiegen. Oder irgendeines der anderen Bücher. Also ich bin sehr gespannt drauf. Gerne auch euer Highlight aus dem Monat Februar. Ich überlege gerade, ich habe gar keins, ne? Nicht so richtig. Vielleicht Coming Soon. Das ist so ein bisschen zweideutig, ne? Das war's. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen guten Start in den März. Besser als meinen. Ich habe hier viele Scherben gehabt. Vielleicht bringen sie mir Glück. Ich hoffe es. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann, lest schöne Bücher. Tschüss!